Jetzt sind wir zurück. Unser Defizit wird kleiner. Natürlich steigen unsere Schulden noch, aber unser Defizit wird kleiner. Ich guck mal auf Popularität. Wir kommen hoch langsam tatsächlich. Wir müssen aber Einnahmen generieren. So, erstmal ist die Ghettoisierung weg. Und Alkoholmissbrauch sind wir los. Das heißt, wir generieren dadurch Einnahmen. Ich gehe mal die Probleme durch. Kriminalität ist ganz langsam am Absinken. Der Streik bei den Bahnern ist unverändert. Internetkriminalität hat jetzt auch nicht direkt einen Price-Tag hier oben. Geht aber zurück, weil wir ein bisschen was gemacht haben für die Polizei, relativ am Anfang. Atemwegserkrankungen sind auf einem langsamen Abstieg wegen der Wiederaufforstung, aber das wird nicht anhaltend sein. Es reicht wahrscheinlich noch nicht, um die loszuwerden. Die Kosten sind relativ gering, aber die Auswirkungen auf Produktivität und Nachfrage an der Gesundheitsvorsorge, da stecken nochmal andere Kosten drin. Die überfüllten Krankenhäuser gehen kaum zurück und auch der Streik der Ärzte ist ja ein riesiger Hit auf die Gesundheit. Dann haben wir noch die wirtschaftliche Geschichte, die nicht konkurrenzfähige Wirtschaft und die Unternehmensflucht. So. Was tun? Alkohol sind wir durch und dadurch auch hoffentlich eine Entlastung vom Gesundheitssystem. Aber die nächsten Probleme liegen nicht in greifbarer Nähe. Das hier ist am Runtergehen. Ich hätte jetzt gesagt, wir sollten vielleicht bei Transport gucken, um was für Kfz-Nutzung zu machen. Und dann vielleicht Fahrradzuschüsse und Kampagne fürs Radeln beide einführen, weil günstig vom politischen Kapital, und den Rest des politischen Kapitals nutzen, um weiter Einnahmen zu generieren. Dann würde ich, glaube ich, lieber das Geld, was wir hierfür ausgeben, in die Bahn stecken, in der Hoffnung, dass wir den Bahnstreik angehen können damit. Ich glaube, wir müssen nur sehr, sehr viel in die Bahn stecken. Du meinst, damit es überhaupt irgendeinen Impact hat? Ja, ich erhöhe mal die Kosten für die Ausgaben für die Bahn um 200 Millionen. Und der Eisenbahnstreik ändert sich dabei um 0,04% für 200 Millionen. Hier müssen wir richtig Geld in die Hand nehmen. Und wenn wir nicht das Geld in die Eisenbahn geben, sondern Tickets subventionieren? Können wir Tickets subventionieren? Wir können kostenlose Busfahrkarten machen für RentnerInnen. Schade. Ja. Also, was anderes, was wir, also ich würde jetzt halt an irgendeiner Stelle, lass uns mal andersrum machen. Orientiert an der Problematik, weil ich glaube, das hier wäre der nächste Hebel, den wir haben. Und Produktivität und Nachfrage von Gesundheitsversorgung sind gute
Geschichten, wo wir was mitmachen können. Wenn wir jetzt eine Sache finden, wo wir noch Geld einnehmen könnten. Vielleicht Steuer. Wir können überlegen, ob die Plastik. Steuer auf Plastiktags. Senkt unser BIP. Wir könnten Steuer auf Freizeitdrogen machen. Ach, Arme und Armut wird dadurch gepusht. Wir könnten auch uns das mit der Automatisierungssteuer nochmal überlegen, weil wir ja auch wahrscheinlich weiterhin Technologieentwicklung haben, die in diese Richtung geht, was wiederum bei uns für höhere Sozialleistungen sorgt. Weil wir ja. bei weniger Menschen arbeiten. Vielleicht könnten wir die Automatisierungssteuer auf einem niedrigen Niveau lassen. Mal gucken, wie viel es gäbe. Und möglicherweise Geld, was wir davon bekommen, nochmal in diese Erwachsenenbildung stecken oder in die Technologieförderung oder in diese ländliche Regionenentwicklung. Weil damit hätten wir es, gerade mit den ländlichen Regionen, hätten wir es weit gestreut. Finde ich gut. Automatisierungssteuer würde ich dann mal einführen auf einem niedrigen Niveau. Also sowas hier in der Ecke oder noch niedriger? Na, viel niedriger würde ich gar nicht gehen, weil wir wollen ja auch ein bisschen was davon wieder ausgeben. Genau. 1,1 Milliarden. Ja. Okay. Ja. Dann machen wir das mal. Und dann hätte ich jetzt... Du hast gesagt... öffentlicher Dienst... Da bleibt nicht viel über. Ich hätte jetzt, was haben wir? Wir haben noch 7. Ich hätte jetzt gesagt, wir geben mal Fahrradzuschüsse und Kampagne für Radfahren, weil das alles auf Kfz-Nutzung sich negativ auswirkt, was gut ist. Und ja, bei den Sozialleistungen. Ja. Entschuldigung, da würde die Schienennutzung auch wieder zurückgehen, was bedeutet, wir müssen noch mehr Geld in die Bahn stecken, weil einfach weniger Leute Bahn fahren. Ich weiß nicht, ob wir können ja mal auf Schienennutzung klicken. Wenn die Schienennutzung absinkt. Wenn die Schienennutzung absinkt, das ist ja quasi das, was auch, glaube ich, die Deutsche Bahn gerade hat, jetzt in der Pandemie, weniger Leute fahren mit der Bahn. Dadurch haben sie einfach geringere Einnahmen, aber die Grundkosten bleiben ja die gleichen. Ja. Und in unserem Fall ist es ein staatliches Unternehmen. Das heißt, dass wir versuchen, die Grundkosten immer zu decken. Ich glaube, dass man mit einer staatlichen Eisenbahn, ich weiß nicht, ob man da wirklich eine Gewinnabsicht irgendwie dann haben sollte oder ob man hinnimmt, wenn es plus minus null rauskommt. Aber für uns würden solche Sachen jetzt bedeuten, dass die Schienennutzung weiter abnimmt. Da würde ich, glaube ich, von absehen. Dann können wir auch die Bahn verkaufen und dann haben wir das Problem nicht mehr. Das wäre noch die Variante B, dass wir solche Sachen machen und uns dann aber für die 8 Milliarden entscheiden, die wir mit der Privatisierung einnehmen. Ist ein Punkt. Wie teuer ist die Privatisierung von den... die kostet 8. Die können wir jetzt schon nicht mehr leisten. Tja. Ich finde es übrigens im Chat auch total schön.
Parsec fragt, was die Bahner eigentlich fordern. Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt. Also wenn wir da ganz viel Geld reinbuttern, hat es halt alles in nichts gebracht. Ich meine, du hattest vorhin schon mal irgendwie testweise 500.000 drin oder glaube ich auch noch mal mehr. Und es hat so einen niedrigen Impact gehabt. Da könnte man fast sagen, ehe wir jetzt jede Runde uns mit diesen Bahnern auseinandersetzen. Privatisieren wir. Genau, dann, aber dann hätte ich doch gesagt, dann bereiten wir das jetzt vor, dass wir quasi Fahrradzuschüsse und Kampagne für Radfahren einführen. Wir hätten dann noch 3 und dafür könnten wir vielleicht entweder den Nationalen Wirtschaftsrat oder einen Handelsrat einführen. Ich habe einen kleinen Gegenvorschlag, der nur so aussieht, die beiden Fahrradgeschichten in der nächsten Runde zu machen und zuerst die Bahn zu verkaufen. Okay. Weil ich weiß, das Spiel wird wahrscheinlich auch wieder so nicht funktionieren, aber ein Unternehmen, das wettbewerbsfähiger ist, bringt mehr Geld als eins, was sozusagen, wo schon klar ist, dass beispielsweise so die Nutzung zurückgeht. Aber da weiß ich auch nicht, ob das Spiel funktioniert. Ja, aber dieser Logik kann ich gut folgen. Dann wollen wir dann trotzdem hier eine dieser wirtschaftlichen Geschichten, zum Beispiel den Nationalen Wirtschaftsrat, einführen auf einem mittleren Niveau für einen positiven Effekt auf das Bruttoinlandsprodukt? Ja, das finde ich gut. Dann vielleicht so BIP einfach mal 1,5%. Ja. Okay, und dann machen wir nächste Runde und verkaufen die Bahn. Okay, Alkoholmissbrauch ist vorbei. Sehr schön. Nationaler Cyberangriff. Die Kerncomputersysteme unseres Landes waren Ziel eines groß angelegten Cyberangriffs. Banken, Media-Outlets und Websites der Regierung dienten allesamt als Zielscheibe von riesigen ausländischen Botnetzen, was zu einer Überlastung der Server durch eine außergewöhnlich hohe Anzahl an Online-Anfragen führte. Hinter dem Angriff steckt zu großer Empörung der Patriotinnen eindeutig ein historischer Aggressor. Okay, BIP, oh Mann. Ja, dann religiöser Komplott. Unsere Sicherheitsdienste beobachten seit einiger Zeit die Engel der himmlischen Gerechtigkeit, eine Gruppe religiöser Extremisten. Kürzlich getätigte Aussagen der Gruppenführung geben Anlass zu Besorgnis. Die Organisation ist militant geworden und befürwortet Gewalt und direkte Angriffe auf die Feinde Gottes, insbesondere auch auf ihre Regierung. Wir glauben, dass sie eine reelle Bedrohung unserer Sicherheit darstellen und sollten sie dem zufolge genau beobachten. Danke für den Tipp, das gucken wir uns gleich mal genauer an. Und wir haben noch eine Nachricht eines Ministers. Joaquin Lozano arbeitet derzeit als Außenminister und ist mit ihrer aktuellen Regierungspolitik unzufrieden, da diese nicht gut bei den Hauptunterstützern, Normalverdienenden und Autofahrerinnen ankommt. Folglich könnte es sein, dass die ministerielle Person in naher Zukunft mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen will. Treten Minister oder Ministerinnen zurück, schadet das der Popularität ihrer Regierung. Vielleicht sollten sie ihre Politik anpassen und deren Unterstützerin zu beschwichtigen. Und er schlägt uns das Zuschuss für saubereren Treibstoff. Schlägt er uns vor. Ist sehr teuer und wir können dann die Bahn nicht verkaufen, wenn wir das machen. Also sehr teuer vom politischen Kapital her. Welche Gruppen repräsentiert er, weißt du das? Ja, das stand hier in Klammern. Normalverdienende und AutofahrerInnen. Okay. Also, ich wäre jetzt gerade nicht dafür, das einzuführen. Ich auch nicht. Ja.
Dann fahren wir mal fort. Unser Defizit ist krass abgesunken, weil der Alkoholismus weg ist. Das ist ganz wundervoll. Und die Weltwirtschaft ist gerade am Steigen. Okay, und jetzt werden wir die Bahn verkaufen. Da ist sie. 8,09 Milliarden. Und da haben wir die Bahn verkauft. Und dadurch wird, das ist interessante Mechanik in diesem Spiel, die machen wir uns zunutze, dadurch wird das hier auf Null gehen, der Eisenbahnerstreik. Weil das sind dann ja, wenn sie weiter streiken, sind das Personen, die Privatunternehmen bestreiken und nicht mehr uns, also haben wir kein Problem mehr damit. Das ist so ein bisschen seltsam in diesem Spiel, aber das ist eine Variante, um dem Bahnerstreik Herr zu werden. Ist dann nicht mehr unser Problem. Parsec, weil du das gerade geschrieben hast. Wir benutzen hier ein bisschen die Spielmechanik zu unseren Gunsten. Ich guck nochmal die Problematiken durch. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft ist hoch, aber leicht am Sinken, am Tun. Unternehmensflucht nicht am Sinken, am Tun. Ärztestreik gleichbleibend. Die überfüllten Krankenhäuser gehen langsam zurück. Das wird jetzt durch die positiven Effekte des Alkoholmissbrauchs hoffentlich besser. Atemwegserkrankungen gehen weiter zurück. Langsam, aber gehen weiter zurück. Organisiertes Verbrechen, ganz langsamer Trend nach unten. Internetkriminalität fängt an, ein klein wenig weiter nach unten zu gehen. Das ist schön. Ja, haben wir jetzt noch 11. Fahrrad war unser Plan, ne? Genau. Dann machen wir diese beiden. Und zwar... Was würdest du sagen? Ruhig hoch? Weil, also... Ich sag jetzt mal 91. Auch nochmal positiver Effekt auf die Gesundheit, den wir auch gerade wirklich gut gebrauchen können. Ja, also höher oder so? Nee, wir können das so lassen. Wir können das so lassen. Okay. Und es wäre auch etwas, wenn wir irgendwann mal wieder an Geld kommen, was wir wirklich oder wieder Geld... brauchen, so rum besser, was wir dann auch wieder kicken könnten. Weil ich glaube, so ein Dauerzuschuss ist eine Geldausgabe, wo irgendwann sich die Frage stellt, wie weit das für die Gesundheit jetzt noch dienlich ist. Ja, genau. Und dann Kampagne fürs Radfahren. Da würde ich das dann auch ähnlich machen, so ein klein wenig höher. Wobei, die ist sehr, sehr günstig. Ja, die können wir auch laufen lassen. Ich bin eher kein Fan von Zuschüssen. Auf Dauer. Okay. Gut. Dann gehen wir hier knapp 50 Millionen aus und kriegen auch nochmal einen Zugewinn von 3,87% für die Gesundheit. Haben wir noch 7? Wir könnten mal gucken, ob wir diese 7 investieren, um eventuell Geheimdienst oder Polizei nach oben zu setzen, wegen der Engel der himmlischen Gerechtigkeit, die eine große Bedrohung da sind. Die echten Patrioten sind auch im Wachsen begriffen. Die unsichtbare Hand ist der militante Arm der Kapitalisten übrigens. Also ich finde, das ist auch das erste Mal, dass wir Democracy spielen, dass wir wirklich an mehreren Stellen extremistische Bestrebungen haben? Ich denke, das ist auch das neue Balancing ein bisschen. Also das ist sicher möglich. Ich glaube aber auch, dass es noch was damit zu tun hat, dass das, was wir vorhin schon mal hatten, wir arbeiten quasi nicht mit diesen Zielgruppen. Wir arbeiten nicht für die Konservativen, die irgendwie eine große Bedeutung haben in dem Land. Und wir gucken nicht, wie wir die noch mitnehmen, sondern dadurch, dass wir eine Politik betreiben, die durchaus konträr zu deren Weltvorstellungen oder Lebensrealitäten möglicherweise auch ist, dann führt das einfach eher dazu, dass es dort zu Radikalisierungen kommt und gleichzeitig
haben diese radikalisierten Menschen auch ein Umfeld, was auch vom Prinzip her nicht damit einverstanden ist, was wir tun. Hm. Also das ist nochmal so ein schöner, wenn auch sehr vereinfachter Blick auf so Radikalisierungsprozesse. Hey, Goldigold ist da. Kurz vor Mitternacht kommt er. Hey! Hallo. Schönen guten Abend! Ja, der positiven Effekte beim Geheimdienst sind, dass wir etwas gegen die Extremisten hier, die im Vormarsch sind, tun. Und die Geheimdienste sind auch wirken auch gegen die gegen das organisierte Verbrechen. Hier haben wir zum Beispiel, Geheimdienste haben einen negativen Effekt drauf. Und ich sehe gerade Glücksspiel. Keine Einschränkungen. Oh mein Gott. Wir könnten 4 politisches Kapital ausgeben, um das organisierte Verbrechen einfach mal um 4% zu erniedrigen. Und wir tun damit auch etwas für die Religiösen. Für die Meinung bei den Religiösen. Das machen wir, oder? Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. 4. Haben wir noch 3? Das sollten wir vielleicht demnächst auch nochmal in der nächsten Runde vielleicht noch anfassen, um das nochmal weiter zu reduzieren. Weil, das hat große Auswirkungen auf Sachen, die uns, die nicht gut sind für unser Land, die wahrscheinlich einige Sachen lösen werden könnten. Wir haben jetzt noch 3. Was haben wir hier? Die 3 elektronische Fußfesseln. Könnte ich mir auch gut einfach mitnehmen. Ja, die könnte ich mir gut in der nächsten vorstellen. Und Pasek schreibt im Chat auch so gerade, ich dachte, das wäre Aufgabe der Polizei. Und das ist tatsächlich auch nochmal ganz spannend, weil natürlich Geheimdienste haben einen anderen Auftrag. Während die Polizei ermittelt, wenn eine Straftat vorliegt oder wenn eine Anzeige erstattet wird oder wenn tatsächlich irgendwas passiert ist, fungiert der Geheimdienst quasi davor. Bevor irgendwas passiert. Wenn also mehrere Menschen sich potenziell zusammentun, um sich, wie in unserem Falle, zu einem, weiß gar nicht, Gewaltakten zu verabreden, um Menschen wie uns jetzt irgendwie zu schaden. Dann ist es total spannend und auch sicherlich wichtig und richtig, dass es da nochmal eine Institution gibt, die da dran ist. Also wir brauchen zum Beispiel Informationen über diese Gruppierung, damit wir die richtigen politischen Entscheidungen treffen können. Wir können aber keine politischen Entscheidungen treffen, wenn wir keine Infos haben. Und wo kriegen wir die Infos her? Von unserem Geheimdienst. Und dann sind wir aber auch wieder bei Rechtsstaat und Demokratie. Das muss dementsprechend eingehegt werden, damit es alles auch so läuft. Und auch sicherlich gibt es da ganz, ganz viel Diskussionspotenzial für Möglichkeiten und Grenzen des Handelns. Und jetzt sind wir, und da müssen wir, du lachst auch gerade, weil du auch gerade den Chat geguckt hast, willst du sagen, der Geheimdienst wirkt präventiv? Gibt es dafür ein reales Beispiel? Das klingt eher wie Predictive Policing. Das eine ist, dass wir darüber reden, warum es bestimmte Institutionen gibt und was die Idee dahinter ist. Und das andere ist, wie erfolgreich sind die Institutionen darin, das auch zu tun. Ja. Und auch dann führen wir auch wieder eine andere Diskussion. Und die, glaube ich, dass wir immer kurz vor Mitternacht auf sowas kommen. Letzte Woche hatten wir irgendwie Rechtsextremismus oder so. Rechtsextremismus in der Polizei oder so kurz vor Mitternacht. Dann geht es hier richtig los. Aber tatsächlich, das sind unterschiedliche Fragen. Muss halt gucken, es soll funktionieren. Gleichzeitig hast du Menschenrechte, du hast Bürgerrechte und du brauchst eine aufgeklärte Öffentlichkeit, du brauchst funktionierende Medien, du brauchst Transparenz. Da sind wir auch wieder bei Informationsfreiheiten, da sind wir auch bei Lobbyregister, dass wir wissen, was passiert wo. Und wenn wir beispielsweise beim Geheimdienst, haben wir ja auch gesehen, dass der sich auf die organisierte Kriminalität auswirkt. Eigentlich auch eine relativ logische Überlegung, auch im Spiel.
Weil natürlich, wenn du Sachen im Geheimen machst, musst du ja irgendwie verschleiern, dass du sie tust. Das heißt, du musst Gelder von A nach B transferieren, um, keine Ahnung, ein Attentat vorzubereiten. Du musst Waffen von A nach B transferieren, um das irgendwie hinzukriegen. Und insofern, es gibt halt bestimmte Kanäle, wie Gelder fließen können. Und die nutzt die organisierte Kriminalität genau wie der Terrorismus. Und da ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass es da die unterschiedlichen Optionen gibt. Wie gesagt, diskutieren können wir über ganz viele andere Themen, was die Ausführung betrifft und die Grenzen des Handelns wahrscheinlich. Genau, und so wie wir Geheimdienst verstehen und so wie es auch das Spiel sagt, ist der ganze Rucksack, den du jetzt ansprichst und der zwischen den Zeilen hervorkommt, ja auch ein klein wenig weg, weil es ist halt eben nicht Predictive Policing. Das, was Romy und ich, wenn wir darüber sprechen, den Geheimdienst auszubauen, wahrscheinlich immer mit meinen, das ist unsere Gesinnung, dass der Geheimdienst Informationen findet, so dass Mittel des Rechtsstaats eingesetzt werden können. Das heißt also, dass der Geheimdienst Informationen liefert, sodass ein Zugriff der Polizei passiert und ein juristischer Prozess, der den Regeln des Rechtsstaates folgt, sich anschließt, um dann Menschen, die auf organisierte und strategische Art und Weise gegen das Gesetz verstoßen haben, hinter Gitter gebracht werden können. So sollte es ja eigentlich auch laufen. Dass das in der Realität ja an der einen oder anderen Stelle zu wünschen übrig lässt, ich formuliere das jetzt einfach mal vorsichtig, sollte, genau, sollte, all caps, korrekt, Und sollte. dazu, und ihr habt beide völlig recht, natürlich sollte. Aber wer entscheidet darüber und wer hat welche Einflussmöglichkeiten? Und da haben wir mit unseren Wahlstimmen alle paar Jahre Einflussmöglichkeiten, mit unserer Mitarbeit in NGOs. Keine Ahnung, es gibt super viele Leute, die mit Daten fit sind. Da kann man einfach, glaube ich, sehr, sehr viel machen. Und wichtig ist, dass wir drüber reden. Also das merken wir auch bei Dienstagspolitik immer wieder. Wichtig ist, dass wir drüber reden und uns immer noch mal ins Gedächtnis holen, wie eigentlich die Idee war. Und häufig sind die Ideen auch gar nicht schlecht. Vielleicht mache ich irgendwie anstatt des Politiklexikons mal die Debatten, die es gab im Parlamentarischen Rat, wie unsere Verfassung aussehen sollte. Und das ist total spannend. Ganz viele Debatten, die wir heute führen, gab es damals auch schon. Und es sollte so sein, und wir sind aufgerufen, auf unsere Demokratie aufzupassen und gleichzeitig irgendwie politisch Einfluss zu nehmen auf die Art und Weise, wie wir das halt so können. Und das kann jeder auf eine ganz andere Art und Weise, und viel hat mit Haltung zu tun. Ja, und diese Diskussionskultur wollen wir auch gerne und das immer wieder ansprechen. So. Und ich freue mich auch, dass wir über solche grundlegenden Sachen tatsächlich sprechen. Und ganz klar, meiner Auffassung nach, ist es so, wie die Situation gerade bei uns in Deutschland ist, ist sowohl der Inlandsgeheimdienst als auch der Auslandsgeheimdienst dringend reformierungsbedürftig und benötigt ganz andere Kontrollmechanismen, wie sie zurzeit eingesetzt sind, ist meine persönliche Meinung. Aber die grundsätzliche Idee eines Geheimdienstes würde ich nicht total verteufeln. So wie er jetzt aufgestellt ist im Moment, schlecht. Und der Prozess der Erneuerung wird Jahrzehnte dauern, weil dort eventuell Menschen mit einer falschen Auffassung ihrer Aufgabe sitzen. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Interpretation. Ja. Ich ergänze das einfach nochmal. Mir fällt es sogar schwer zu sagen, an welchen Stellen diese Institutionen reformbedürftig sind, weil einfach gar nicht so wahnsinnig viel über sie bekannt ist. Also klar weiß man ganz viel, aber irgendwie weiß man auch nicht so richtig, was da jetzt eigentlich passiert und wie welche Informationen und wer mit wem zusammenarbeitet. Und das ist zu einem gewissen Punkt auch okay,
Aber dann müssen trotzdem bestimmte parlamentarische Kontrollgeschichten eingehalten werden. Und ich glaube, einer der australischen Geheimdienste, ich weiß nicht mehr, welcher der australischen Geheimdienste das war, die haben jetzt vor ein paar Monaten angefangen, so eine Kampagne, ich weiß gar nicht, ob das eine Kampagne ist oder ob es ihnen einfach wichtig ist, vielleicht ist es auch irgendwie beides, wo sich die Chefin einem ganz langen Interview gestellt hat und irgendwie gesagt hat, das ist die Haltung, die wir unseren Mitarbeitern mitgeben, das ist uns wichtig. Wir machen das auf dieser und jener Art und Weise, auf die und die Art und Weise kann kontrolliert werden. Und das ist eine ganz andere Form der Kommunikation und auch der Darstellung von so einer Organisation. Und dann kann ich mir als Einwohnerin, als Bürgerin zumindest nochmal einen anderen Blick machen. Dass ich natürlich nie weiß, ob mich nicht doch mal irgendwer verarscht, ist auch so. Aber ich glaube, es ist ein Versuch wert, einen anderen Zugang zur Öffentlichkeit zu schaffen, obwohl man im Kontext des Geheimdienstes arbeitet. Aber auch da ist wieder eine Haltungsfrage. So, wir machen jetzt nächste Runde, nehmen die drei mit und gucken mal, wo wir dann sind. Wir sind dann auf der Hälfte unserer Legislatur. Oh, fehlgeschlagenes Attentat. Der Geheimdienst hat sich heute seinen Lohn verdient. Er nahm alle Insassinnen eines Fahrzeuges fest, die sich als religiöse Fanatikerinnen herausstellte und einen Anschlag auf sie und ihr Kabinett geplant hatten. Ein mit Sprengstoffen und Handwaffen gefüllter Kleinbus wurde von unserer wachsamen Polizei aufgehalten, nachdem das Sicherheitspersonal ihn geheimdienstlich geprüft hatte. Anscheinend wollten religiöse Extremistinnen sie aus der aktuellen Regierung entfernen. Diese Gruppe nannte sich Armee Gottes. Konjunkturoptimismus minus 8%. Okay. Hm. Hui. Ich finde diesen Punkt Konjunkturoptimismus ganz interessant, weil der eigentlich nochmal zeigt, dass es ein sicheres Umfeld braucht, damit Gesellschaft sich auf der einen Seite frei fühlt, aber damit man auch halbwegs frei wirtschaften kann. Wenn man Angst hat, dass an allen möglichen Stellen ein Attentat passieren kann, dann fördert das nicht unbedingt die Investitionen, dann fördert das nicht das Sicherheitsgefühl, dann fördert das sicherlich auch, keine Ahnung, nicht die Gastronomie oder an welchen anderen Anschlagsorten sowas denn noch passieren kann. Also Sicherheit ist für wirtschaftliche Entwicklung super wichtig. Ja. So, eine Nachricht der ministeriellen Person Salmone Morales. Sie arbeitet derzeit als Industrieministerin, hat es aber satt, in ihrer Regierung zu arbeiten. Die ministerielle Person wird ihr Amt wohl niederlegen und die Politik möglicherweise komplett in den Rücken kehren. Vielleicht könnten sie dazu überzeugen, zu bleiben, indem sie weitere Schritte unternehmen, um ihre Hauptunterstützer, Eltern und Selbstständige zufriedenzustellen. Was schlägt sie uns vor? Subventionen für Kleinunternehmen. Kleinunternehmen scheitern sehr oft in den ersten Handelsjahren. Kann eine Vorzugsförderung durch die Regierung eine riesige Hilfe sein, um der neuen Firma einen sicheren Start zu ermöglichen? Dies kann eine große Konjunkturspritze darstellen oder auch eine teure Maßnahme sein, ohne Garantie für positive Ergebnisse. Wir können darauf zurückkommen. Wir können ja auch wieder zu diesen Ereignissen zurückschalten. Ich würde jetzt erstmal fortfahren und gucken, wie es unseren Einnahmen und Ausgaben geht. Mhm. Unsere Popularität ist auf jeden Fall auf dem Aufwärtstrend. Erstaunlicherweise. Ah, und anscheinend ist das Balancing neu. Achso, nee. Der Eisenbahnerstreik ist demnächst dann erst weg. Aber die negativen Auswirkungen sind bereits weg. Die organisierte Kriminalität ist stark auf dem Abwärtstrend wegen unseren Aktionen, was Glücksspiel angeht. Internetkriminalität geht so. Atemwegserkrankungen sind auf einem verstärkten Abwärtstrend. Überfüllte Krankenhäuser dasselbe. Ärztestreik geht nach oben. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft geht leicht nach oben. Unternehmerflucht bleibt konstant hoch. Defizit fast nur noch 7 Milliarden.
Und wir haben hier einmal, ist nicht gestiegen wegen den Einnahmen von der Bahnprivatisierung. Und die Weltwirtschaft steigt weiter. Unser BIP auch. Das ist die Situation. Unsere Popularität steigt. Die Frage ist jetzt, wollen wir ihr folgen? Die Loyalität ist wahnsinnig gering. Wollen wir deswegen Subventionen für Kleinunternehmen einführen, die eventuell einiges an Geld kosten? Durchaus positive Effekte haben, aber durchaus teuer sein können. Also wir werden da wahrscheinlich 500 Millionen reinbuttern müssen. Vielleicht ein bisschen weniger. Und 10 politisches Kapital, um eine Person zu halten, die uns im Moment wahrscheinlich 0,5 politisches Kapital liefert. Oder wollen wir sie gehen lassen und mit dem negativen Effekt auf unsere Popularität einfach klarkommen? Wie wäre es denn, wenn wir die Subventionen einführen und dafür die Förderung für Jungunternehmer kicken? Förderung für Jungunternehmer? Weil dann haben wir es nicht auf die eine Zielgruppe, sondern haben das für alle kleinen Unternehmen drin? Okay, das ist ja nicht viel. Okay. Nee. Ist so gut wie nix. Ne, ich könnte mich schon damit anfreuen, weil jetzt ist gerade Wirtschaftswachstum da und dann tun wir was dafür. Ich finde das okay. Anfreunden könnte ich mich damit auch. Also ich finde das auch hier irgendwie ganz spannend. Das wäre halt dann wieder, das wäre eine Subvention. Das heißt, es wäre wieder was, wo wir immer wieder das im Blick haben sollten. Weil uns das langfristig durchaus, also wir müssen halt, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht eine Marktverzerrung haben, indem wir an so vielen Stellen Subventionen haben, dass wir quasi super viel finanzieren. Also irgendwie so ein bisschen den Ausgleich haben. Interessanterweise ist ja die Kleinunternehmerregelung im Steuergesetz in Deutschland ja so die Idee, wie kannst du die kleinen Unternehmen unterstützen? Dass du dort die Umsatzsteuer beispielsweise weglässt. Das ist ja einer der Gedanken dahinter. Ja. Da wir das aber hier nicht können, lass uns mal die kleinen Unternehmen. Ja, lass uns das mal machen. Niedrig fördern. Niedrig fördern. Und dann, wenn wir irgendwann mal wieder ein bisschen Geld haben, würde ich gerne diese ländliche Regionalentwicklung angehen. Ja. 575 Millionen? Wie ist denn mal für 575 Millionen plus 2,17% BIP? Ja, das finde ich. Ja, lass uns. Ja, genau, lass uns das machen. Und dann könnten wir überlegen, wenn wir die kleinen Unternehmen, na gut, wir haben jetzt die kleinen Unternehmen subventioniert, wir haben die großen besteuert, wir haben Steuerschlupflöcher gesenkt, wir könnten noch überlegen, ob wir den Mindestlohn anheben. Ja. Oder die Einkommenssteuer, ja, aber an die Einkommenssteuer will ich eigentlich nicht ran. Eigentlich würde ich die Löhne ein Stück anheben und die Einkommenssteuer erstmal so lassen. Könnten den Mindestlohn tatsächlich ein Stück weit anheben für 4. Es wirkt sich halt auf die Unternehmerflucht weiterhin aus. Also wir sind halt nach wie vor kein wahnsinnig attraktiver Standort. Aber wir müssen uns um die Wirtschaft sowieso kümmern. Das heißt, wir werden sowieso die Wirtschaft subventionieren. Und wenn wir die Wirtschaft schon subventionieren, fände ich es total gut, wenn wir von vornherein die Löhne anheben würden, damit auch da was ankommt von den großen Subventionen, die wir jetzt hier rausgeben werden. Wir werden Technologieförderung wahrscheinlich machen und ganz viele andere Sachen, die irgendwie mit Zukunfts- und Nachhaltigkeitssachen zu tun haben. Da fände ich es gut, wenn die Löhne höher sind. Ja gut, dann machen wir so auf diesem so 4, auf ein Mittel bisschen höher, damit steigen die Löhne um 1,2%. Ja.
Anfassen können wir das immer noch mal, aber das finde ich, glaube ich, ganz gut. Ja, im Chat, Goldi sagt gerade, gibt es Verbindungsprobleme. Ich habe ein paar gedroppte Frames, aber nicht viele. An meiner Seite liegt es eigentlich nicht. Vielleicht ist kurz nach 12 war dein Disconnect deines Internetanbieters. Nur so eine Vermutung. Keine Ahnung. So, und jetzt haben wir noch 3. Ah, 3 reichen nicht aus, um nochmal beim Glücksspiel runterzugehen. Das müssen wir uns merken für die nächste... für die nächste Runde. Nehmen wir die 3 mit. Ja. Oh, okay. Also erstmal Eisenbahnerstreik vorbei. Der Eisenbahnerstreik ist vorbei und die Züge fahren endlich wieder. Wer pendelt, wird sehr erleichtert sein und ebenso die Unternehmen, die Waren per Bahnfracht verschicken. Insgesamt sind das gute Nachrichten für die Wirtschaft. Verbesserung der Bonität. Die wichtigsten internationalen Kreditbüros haben die Kreditwürdigkeit ihrer Regierung erhöht. Das sind fantastische Neuigkeiten. Demzufolge sollen die Zinsraten für unsere Schulden sinken. Außerdem können wir eine Zunahme des BIP erwarten, da das Vertrauen ausländischer Investoren in unsere Wirtschaft steigt. Unsere kapitalistische Wählerschaft wird erfreut sein. Ihre aktuelle Bonität beträgt jetzt A. Kapitalisten finden es gut. BIP steigt um 3% und Konjunkturoptimismus plus 15. Achso, das ist dieser Graph. Okay, ja. Sehr gut. Dann, oh, Komplott der Patrioten. Auch wenn wir extreme Patriotinnen, wie die Mitglieder der echten Patrioten, stets als fehlgeleitet abgetan haben, sind die Aussagen der Organisatoren der letzten Wochen doch besorgniserregend. Viele der Mitglieder scheinen mittlerweile der Überzeugung zu sein, dass ein militärischer Angriff auf die eigene Regierung gerechtfertigt und wünschenswert ist. Wir glauben nicht, dass ein solcher Angriff derzeit in Planung ist, allerdings nimmt die Gruppe gefährliche Züge an, die es zu beobachten gilt. Danke für den Tipp. Und wir haben einen Ministerrücktritt. Ja? Schade. Nur weil es mir jetzt gerade eingefallen ist und ich wirklich Angst habe, es zu vergessen, was das Komplott der Patrioten betrifft, könnten wir vielleicht dann nochmal nach unserer aktuellen Waffengesetzgebung schauen, wie einfach oder schwierig es ist, an Waffen zu kommen. Ja. Machen wir sofort. Eine ihrer ministeriellen Personen zieht es vor, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und ist deshalb zurückgetreten. Sie müssen so schnell wie möglich eine passende Nachfolge finden. Kabinett verwalten, die Ministerin für Wirtschaft ist zurückgetreten. Dann gucken wir mal an und da würde ich wieder unseren Weg wählen, dass ich nur nach Loyalität gucke, damit uns maximaler politisches Kapital zugunsten wird, aber auch eine passende. Und da ist die Dame hier, Marina Flores, hat hohe Loyalitätswerte, hat einiges an Erfahrung, schlecht im Wahlkampf, aber das würde ich jetzt einfach mal hinnehmen. Und Eltern und Selbstständige finde ich eigentlich eine okaye Zielgruppe. Ja. Sie hat nämlich gewünschtes Ministerium Wirtschaft, die anderen haben das alles nicht als ihr Spezialgebiet. Ja klar, gerne. Okay. Er ist auch sehr unzufrieden, aber da würde ich jetzt nichts... Wir könnten ihn für null Kapital entlassen. Ja gut, mehr politisches Kapital haben wir gar nicht so schlecht. Ja, bei den anderen kostet es alles 2 Kapital oder 1. Aber er ist im Roten, gibt nur 0,5 politisches Kapital. Wenn wir schon mal dabei sind, dann würde ich, wenn er 0 kostet, ihn entlassen. Wenn wir gerade schon jemanden verloren haben. Und gucken wieder nach Loyalität. Auslandspolitik. Autofahrerinnen und Liberale. Das könnte schwierig werden. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ja, es gibt definitiv Schlimmeres. Aber das könnte so langfristig durchaus zu einer Herausforderung werden. Aber die Nächster andere, wäre der, Kapitalistinnen und Arme. Auch interessante Kombination. Ja. Ja, dann würde ich eher den ersten nehmen, den Lucas Jiménez, glaube ich, war es. Christian Morales. Oder Kapitalistinnen und Arme. Würde ich eher vor zurückschrecken. Würde er... Ich erkenne es nicht so gut, den Namen. Also derjenige, der die Autofahrer und die Liberalen hatte.
Ja, Christian Morales. Alles klar. Okay. So. Damit wäre das erledigt. BIP steigt, Arbeitslosigkeit sinkt, Kriminalität sinkt. Ich guck mal gerade. Organisiertes Verbrechen geht zurück. Internetkriminalität ebenfalls. Oh, Atemwegserkrankungen gehen hoch, weil unser BIP gestiegen ist wahrscheinlich. Wir müssen wieder aufforsten. Wir sind bei Wiederaufforstung, glaube ich, am Anschlag. Überfüllte Krankenhäuser stagnieren. Die Ärztestreik gehen zurück. Unternehmerflucht geht ganz leicht runter. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft ist gleich geblieben. Unsere Popularität stagniert. Wir hatten doch diesen Klimafonds noch. Hat der noch irgendwie Auswirkungen auf... Nee. Nur Arbeitslosigkeit. Nur auf Arbeitslosigkeit. Schade. Ich würde jetzt erstmal, bevor wir es wieder vergessen, würde ich hier gerne vier, so an den vier ausgeben, um die Glücksspiele weiter runterzufahren. Den Religiösen gefällt das und dem organisierten Verbrechen setzt das zu. Wenn du die nächste Stufe nach oder sogar noch mehr. Ich würde fast eher 8. noch mehr sagen, so genau an diese kurz vor diese 16er-Grenze. Ja. Okay. Das gefällt mir. Ja, dann machen wir das. Okay. Gut. Dann haben wir noch 8. Wo stecken wir die rein? Was könnte denn der? Also unser Defizit ist bei 3. Wir sind richtig gut. Aber ja, auch, weil die Weltwirtschaft hoch ist, unser BIP steigt, ja. Ja, also in irgendwas Richtung Bildung, Erwachsenenbildung, Technologieförderung, irgendwie so. So ein bisschen... Okay, dann würde ich doch mal bei... Sozialleistungen... Dann würde ich doch vielleicht mal gucken, was haben wir hier denn? Wir könnten kostenfreie Elternkurse, wir könnten ein bisschen was anheben hier. Ja, das ist doch kostenfreie super. Elternkurse. Die Eltern freut, unsere Bevölkerung wächst, Gleichberechtigung steigt auch, das gefällt mir. Das finde ja, also ich würde das so. Da kann es aber passieren, dass gerade dieser Gleichberechtigungsansatz dazu führt, dass sich die Radikalen bei uns noch weiter radikalisieren. Ja, ich würde es deswegen immer so auf diesem Level lassen, wo ich nur einen dafür ausgebe. Ich glaube, wir finden hier noch mehrere kleine Sachen, die wir anheben können. Beispielsweise auch hier kostenfreie Sehtests. Da würde ich auch einfach nur die nächste Stufe nehmen für 2. Es kostet auch kaum etwas, aber bringt ganz wenig, na okay, ganz wenig, aber für Gesundheit noch einen kleinen Bonus. Ja, aber kaum. Okay, das sind auch, na, dafür sind 2 politisches Kapital fast verschwendet, würde ich jetzt sagen. Hier hätten wir Verbraucherschutzbehörde. Die könnten wir ein bisschen mehr ausstatten und würden direkt für ein paar Millionen was für die Gesundheit tun, den Lebensmittelpreis und die pflanzliche Ernährung zwar anheben. Landwirte freut es nicht, aber wir haben schon viel für die Landwirte getan. Ja, und wir haben auch den Mindestlohn angehoben. Wir haben neue, super viele neue Jobs geschaffen. Dieser ländliche Entwicklungsbereich, den sollten wir, glaube ich, noch... Weil der wird wahrscheinlich erst in der nächsten Runde, weil der irgendwie so super teuer war, was das politische Kapital betraf. Dabei könnte bei Wirtschaft... Wir können ja...
ländliche. Achso. Ah, Subventionen für ländliche. Tatsächlich Wirtschaft. 13 kostet der, ja. Aber das könnte ich mir wirklich. Also könnte ich mir noch gut vorstellen. Hm. So, dann haben wir hier noch, nee, selektive, das ist wie die Schulart organisiert ist. Das ist teuer. Hier haben wir Zuschüsse für arme Schüler. Nicht ganz 300 Millionen. Eltern, Jugend, Jugendeinkommen. Ja, das, also. Können wir im Hinterkopf behalten. Genau, also das wäre was, wenn wir tatsächlich es geschafft haben, ins Plus zu gehen, dann fände ich das total super. Ja, das hier ist jetzt auch, naja, pflanzliche Ernährung, Gesundheit ist kaum ein Impact. Ich suche mal gerade so ein klein wenig. Dann hätten wir hier noch Förderung von Drogentherapie. Ja, können wir, kostet uns nichts, weil immerhin 0,4 mehr Gesundheit. Aber, Moment, kostet uns 2 politisches Kapital. Hm. Öffentliche Bibliotheken. Das ist doch auch gut. Ja. Und da dann vielleicht auch mal 4? Ja, aber vorrangig deswegen, weil wir es wichtig finden, glaube ich. Der Impact ist jetzt ja nicht so riesig. Nee. Tja, und dann hätten wir noch. Achso, das steigern wir schon, ja. Erwachsenenbildung. Können wir auch nochmal 2 für ausgeben. Ja, das ist auch noch gut für die Produktivität. Ja, 0,2% immerhin. Okay. Und, okay. So. Ja, und ich sehe auch auf der Uhr, wir hatten so gesagt, in dieser Richtung wollen wir uns mal, den Sack zumachen, quasi. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine lange Zeit, dass wir uns Democracy 4 nicht angenommen haben. Ich finde, das Balancing ist besser. Ich kann, auch wenn wir ein bisschen erhöhte Schwierigkeit haben, ist es jetzt nicht so, dass wir der Startschuld die ganze Zeit hinterherrennen müssen. Wir sind vorsichtig gewesen, aber es ist so, wir haben es in den Griff bekommen, obwohl wir nicht die ganze Zeit fokussiert waren auf das, nur auf das Geld. Ich finde, das Balancing ist besser und wir haben ein paar mehr Politiken zur Auswahl, die ich durchaus spannend finde. Also ich bin durchaus begeistert und ich freue mich, dass es jetzt endlich in der deutschen Übersetzung am Start ist. Ja, das macht definitiv vieles leichter. Ja. Und das macht das Spiel auch so ein Stück flüssiger. Mhm. Das nächste Mal werden wir. Wir gucken nochmal, was wir genau machen, ob wir hier weiterspielen oder ob ich vielleicht eine Zeitraffer-Zusammenfassung mache. Wir werden da nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall wird es nächstes Mal ein bisschen hier noch Democracy 4 zusammenfegen unserer Testrunde mit Spanien geben. Und was Neues, was wir noch nicht verraten. Genau, aber die nächste Dienstagspolitik ist nächste Woche Dienstag um 20 Uhr hier an dieser Stelle. Wie das immer so ist bei der Dienstagspolitik, hat das letzte Wort Romy, bitte. Das war total schön, mal wieder Democracy zu spielen. Ich finde es auch sehr spannend, was es jetzt hier nochmal an neuen Elementen gibt. Und klar haben wir bestimmte Diskussionen schon geführt, aber ich finde es spannend, die auch nochmal zu führen, dem Chat zusammen auf das eine oder andere noch mal drauf zu gucken. Und es passiert in der realen Politik total viel. Und dieser Sandkasten hier hilft vielleicht uns allen dabei, dass wir uns noch mal in Ruhe damit auseinandersetzen können, ohne in Schlagzeilen zu denken.
Und umso mehr freue ich mich auf die nächste Woche. Vielen Dank euch fürs Zugucken. Vielen Dank, André, fürs Organisieren, Machen, Schneiden und all das, was du so tust, damit das Ganze hier läuft. Und danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.